Am vergangenen Samstag lud die Stadtverwaltung Zwickau interessierte Besucher zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr konnte man hinter die Kulissen des Rathauses und des Dünnebierhauses schauen und mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Auf dem Hauptmarkt gab es Technik zum Anfassen und eine große Präsentation von Fahrzeugen und Gerätschaften. Nicht nur das, die Jazzpolizei verbreitete hier richtig gute Laune. Anfangs war das Trio nur zu zweit, die Nummer 3 hatte etwas Probleme mit dem Nahverkehr. Später waren sie dann komplett und da sorgten sie auch im Rathaus für Stimmung. Jetzt hatten auch wir gute Laune und gingen noch einmal nach draußen. Hier demonstrierten die Kameraden der Berufsfeuerwehr gerade, wie man einen Brand durch brennendes Fett oder Öl nicht löschen sollte. Nämlich auf keinen Fall mit Wasser. Natürlich hatte die Feuerwehr noch mehr zu bieten. Ja, also unser Stand ist gut besucht bei der Feuerwehr. Wir bieten alles rund um die Brandschutzerziehung, Brandschutzinformationen, Informationen im Zivilbevölkerungsschutz an. Wir bieten an, sein Wissen in der Ersten Hilfe aufzufrischen. Ja, also alles, was irgendwie Feuerwehr, Rettungsdienst anbelangt, bieten wir heute hier an. Was haben denn die Interessenten zu befragen? Ja, im Wesentlichen geht es um die ganze Geschichte Rauchmelder. Seit 1. Januar ist die Rauchmelderpflicht in Sachsen und da sind sehr viele Fragen. Auch das Thema Erste Hilfe ist doch sehr gut nachgefragt. Mehrere Ämter präsentierten sich auf dem Markt. So zum Beispiel das Amt für Wirtschaftsförderung und das Ordnungsamt. Auch hier gab es nicht nur Informationen, sondern auch Unterhaltung. Für die kleinen Besucher war der Spielbus Ferdi aufgefahren. Trotz der Mittagszeit war der Markt gut besucht. Also eigentlich sind wir aus zwei Gründen hier. Der eigentliche Grund war ein Handballspiel unserer Enkeltochter, ihr letztes Spiel in dieser Saison. Und unsere Tochter, die Frau Arndt, sagte uns, dass sie da leider nicht viel Zeit für uns hat, da sie heute den Tag der offenen Tür hat. Und da haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt und haben sie hier im Rathaus besucht. Und das taten wir im Anschluss auch. Wir mussten uns eine ganze Weile gedulden, denn der Besucherstrom im Büro von Frau Arndt riss einfach nicht ab. Mitgezählt hatte die Oberbürgermeisterin nicht, aber es waren sehr viele. Wir haben wirklich viele Besucher. Der Hauptmarkt ist voll, im Rathaus ist Gewusel und es stößt auf reges Interesse. Darüber freue ich mich sehr. Was werden denn so für Fragen gestellt? Naja, da wir ein Gewinnspiel haben, in dem es auch um ein Gemälde in meinem Büro geht, ist das zum Beispiel ein Thema. Aber allgemein, also manche Fragen, was sich hinter mir in meinem Regal befindet, dann haben wir mal ins Ehrenbuch reingeschaut, wer dort alles so vertreten ist. Natürlich wird auch über meine Arbeit gesprochen und über die Arbeit der Verwaltung im Allgemeinen. Also es ist sehr abwechslungsreich. Die Exponate interessierten tatsächlich viele. Ich zeige gerne das Buch, in dem auch die schönsten Bürgermeisterzimmer Deutschlands in einem Buch zusammengefasst sind. Und da ist auch das Zwickauer Bürgermeisterzimmer dabei. Da bin ich natürlich auch sehr stolz. Und natürlich das Thema Steinkohle, was sich dort wiederfindet. Auch über so manches Gastgeschenk wurde geplaudert. Ist das eigentlich der erste Tag der offenen Tür? Also ich weiß, dass es einen Tag der offenen Tür zur Einweihung des Rathauses gab. Aber in dieser Form hatten wir, soweit ich das weiß, noch keinen Tag der offenen Tür in der Verwaltung. Und aufgrund der Resonanz können Sie sich vorstellen, denn regelmäßig durchzuführen? Ich denke schon, sicherlich auch immer mal neue Schwerpunkte zu setzen, auch mal in andere Häuser, Räume der Stadtverwaltung hineinzuschauen. Und ich finde es wichtig, damit Bürger auch mal die Breite der Aufgaben der Stadtverwaltung auch so konzentriert sieht. Also allein, wenn man mal
die Fahrzeuge auf dem Hauptmarkt sieht, also Bestattungsdienst, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizeibehörde, die Mitarbeiter vom Tiefbauamt, die zum Beispiel mit dem Steigkorb da sind, wo sie beispielsweise Laternen reparieren können. Also es ist ja wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, bis hin zum Spielmobil Ferdi. Nicht nur Rathaus und Markt waren gut besucht, auch das Dünnebierhaus mit dem darin befindlichen Standesamt sah an diesem Samstag eine Menge Neugieriger. Ja, heute zum Tag der offenen Tür hier in der Stadt Zwickau empfangen wir hier im Standesamt interessierte Bürger zu historischen Führungen und was wir hier im Standesamt so machen. Bislang waren ungefähr, sage ich mal, so 30 bis 40 Personen hier und haben sich das Dünnebierhaus angeschaut und haben einen Blick in die Eheschließungsräume geworfen. Ja, Fragen, die heute aufgekommen sind, sind natürlich, wann können wir heiraten, wann die nächsten Eheschließungstermine verfügbar sind, genauso wie Fragen zur historischen Substanz des Gebäudes, auch wie Eheschließungen aktuell ablaufen, wie viele Geburten es in den letzten Jahren gab und weitere Fragen zum allgemeinen Alltag der Standesbeamten hier in Zwickau. Unter anderem wurde gefragt, wo auch Eheschließungen in der Vergangenheit stattgefunden haben, zum Beispiel auch im Schloss Osterstein oder im Gebäude Dr. Friedrichsring, was jetzt als Finanzamt genutzt wurde. Genauso waren Paare, die hier vor einigen Jahren geheiratet haben hier und haben sich die Räumlichkeiten nochmal im Detail angeschaut. Gerade an einem Eheschließungstag ist man ja sehr aufgeregt und bekommt eigentlich gar nicht so mit, was hier um einen so herum passiert. Deswegen wollten die sich das gerne nochmal im Detail anschauen. Die Führungen begannen draußen. Hier im Bild sehen wir Standesbeamtin Grit Küster. Sie konnte eine Menge über das Gebäude erzählen. Der Wiederaufbau kostete damals, Sie werden es nicht glauben, über 400 Millionen DDR-Mark. Also es ist eine unglaubliche Summe. Ja. Ja. Und dann 1984, genau am 23. Juni, war die feierliche Schlüsselübergabe von dem damaligen Stadtbaudirektor an den damaligen Oberbürgermeister Heiner Fischer. Das war das große Highlight in der Stadt Zwickau. Und ein weiteres folgte an diesem Tag auch, gleich noch nach der Schlüsselübergabe, fand die erste Eheschließung statt. Und das war, wie gesagt, 1984. Dann ließ Frau Küster die Besucher schätzen, wie viele Eheschließungen in den letzten 40 Jahren vollzogen wurden. Da lagen alle weit daneben. Ich sag's Ihnen. Es sind genau 18.836 Eheschließungen vollzogen worden. Mein Anteil in den 40 Jahren liegt bei 1.881. Wie viele davon Bestand haben, diese Frage konnte nun wiederum Frau Küster nicht beantworten. Auch im Gebäude gab es viel Interessantes zu entdecken. Frau Lange hatte absolut recht. Bei einer Hochzeit bekommen Braut, Paar und Angehörige vor lauter Aufregung oft von dem schönen Rahmen gar nichts mit. Fazit des Tages der offenen Tür: großes Interesse, gute Resonanz, Wiederholung in Planung.